Hola und willkommen zur 43. Nee, wir sind 83. Folge der Community-Karriere. Meine Cam ist wieder überhitzt, deswegen nicht wundern, wenn ihr mich hier frontal wie ein Lehrer seht. Das sieht ein bisschen ungewohnt aus, Quali ist auch ein bisschen schlechter. Verzeiht mir das, desto besser ist hier das Gameplay. Wir liefern derzeit eine richtig gute Leistung ab. Ich hoffe, das geht hier so weiter. Wenn euch das Projekt gefällt, gerne mal Twitch abchecken. Link ist in der Videobeschreibung und dann viel Spaß mit der Folge. Ja, jetzt kommt der April. Jetzt heißt es hier dreimal gegen Bayern ran. Na klar. Timo mit einer Ansage. Loki, ich freue mich auf dich. We are ready. Duell FC Mosti gegen die Bayern. Erfolgreiche Länderspielpause. Die Bilder wieder von Timo, Flobi, Luca und Umweg. Alle wieder im Nationalkader. Vor der Champions League Partie muss man halt erstmal in der Liga uns behaupten, ne? Loki nur von der Bank. Ist halt scheiße. Duell 1. Von dreien gegen die Bauern. Was ist euer Tipp? Wie viele davon gewinnen wir? Ach, Raucho. Die Bayern spielen es schnell mit flachen, scharfen Pässen. Caicedo abgelegt. Gute Schussmöglichkeit und wir liegen hin. Komplett verpennt den Start. Ein Ball. Ja, steht Luca zu weit weg. Timo, geiler Ball. Doku kommt, zweiter Pfosten. Sascha läuft die Flanke. Bisschen weit, der Kopfball. Einfach nur zum Vergessen. Abseits noch dazu. Zaniolo nochmal abgelegt. Raspadori, kein Abseits, Umweg. Wieder so eine Monsterparade. Halbzeit, also ohne Umweg steht hier mindestens 2-0. Ach, Bayer, Timo, zieh, 90. Minute, Timo, ja, der Held des Abends. Guck es dir an, wie sie ihn feiern. Der Kapitän ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mit letzten Kräften, der Typ hat keine Kraft mehr. Der ist komplett fertig. Wir haben es mal wieder geschafft. Pfeift das Ding ab, bitte. Schlusspfiff. In wirklich allerletzter Sekunde kriegen wir das zweite Unentschieden raus. Sowohl im Hin- als auch im Rückspiel. Ja, rutschen auf den fünften ab, ist doch okay. Also der Abstand bleibt halt auf die Bayern gleich, ne? Es sind immer noch nur die 3 Punkte, alles gut. Klar wäre es schön gewesen, das Ding zu gewinnen, dann sind wir vor ihnen, aber was nicht ist, ist nicht. Wird halt vielleicht noch. Es sind auch nur noch 7 Spieler. Timo, ich sag doch, ich bin bereit. Ach, Timo. Jetzt bitte nochmal in der Champions League. Gegen Hoffenheim muss es ein klares Ding werden. Maxi Bayer, schieß dich nochmal warm für die Bauern in der Champions League, bitte. Gegen deinen Ex-Verein. Timo nochmal, Flanke auf den zweiten. Jonas, oh, er kriegt sein Tor nicht. Oh, komplett aus dem Leben genommen. Hilfe, Bayer. Wir wissen ganz genau, wir können hier nicht 100% geben. Oh mein Gott, Luca hat sich überschlagen. Alter, geht's Luca gut? Das ist ein geiles Bild. Na, Luca, und du so. So ein Macher. Guck ihn dir an, wie er lächelt. Guck ihn dir an. Hui. Sascha läuft. Wieso ist der nicht drin? Was für eine Doppelparade. Aus dem Nichts die Chance ins Glück. Costa. Abgelegt. Jonas! In der 93. Was für ein perfekter Moment für das allererste Tor. Costa mit der Hacke und Jonas sein allererstes Tor. Ein Winkelschuss in der 93. Erst Timo gegen die Bayern, jetzt Jonas gegen Hoffenheim. Ey, ich will ja nichts sagen, aber wir sind schon ein bisschen gut gegen Ende des Games, ne? Meiste Spiele ohne Gegentor, Nick Umweg. Bis jetzt kannst du sagen, er ist ein sehr guter Durchgang, ne? 25 zugelassene Tore in 28 Games, aber halt 11 mal zu 0. Wohin klettern wir jetzt mit dem Sieg? Mit dem Sieg über Hoffenheim klettern wir auf Rang 4. Okay. Ja, weil die anderen halt trotzdem Punkt geholt haben, ne? Die haben ja trotzdem unentschieden gespielt. Bayern ist wieder Erster. Die sind als Zehnter in die Saison reingestartet und sind jetzt wieder an der Spitze. Das dritte Game, die dritte Runde dieses Duells jetzt in dieser Saison. In 2 Wochen sehen wir uns wieder zum Rückspiel. Jetzt das Hinspiel erstmal. Bisher gab es noch keinen Sieger. 0-0 Bundesliga-Hinspiel, 1-1 Bundesliga-Rückspiel. Auch hier kann es gerne noch einen Unentschieden geben. Spätestens im Rückspiel ist das nicht mehr möglich. Jonas, oh, sauber. Kriegt direkt die Quittung. Die Bayern fighten mit. Wir nehmen den Kampf an. Gut gespielt, Costa. Abgelegt, Sascha, Timo. Und wir gehen in Führung. Der Kapitän, er hat gesagt, er ist ready. Er hat den Last-Second-Treffer gemacht im Rückspiel der Bulli. Und er macht den ersten Treffer im Champions-League-Viertelfinale. Wir sind noch nie weitergekommen. Stand jetzt sind wir im Halbfinale. Luca,
Luca mit dem Riesenbock. Gegen den Münchner Angreifer. Raspadori, Omi. Loki. Gegen Flubi, Loki. Setzt sich durch. Auch durch die Grätsche. Pavlovic, abgelegt. Nochmal rüber, Ausgleich. Jamal Musiala. Wie schon im Ligaspiel. Wie im Ligaspiel trifft er. Damals zur Führung, jetzt zum Ausgleich. Ja, es ist Lokis Grätsche. Beziehungsweise Grätsche von Flubi und Loki, der sich da halt trotzdem durchsetzt. Der dann nicht fällt. Jeder andere zieht da vielleicht den Freistoß und nimmt die Gelbe mit. Für den Gegner, aber nicht Loki. Doku. Timo. Nein, in den Jubel von den Bayern rein. Das wär's doch jetzt gewesen. Was ein Ball von Costa. Sascha. Und wir führen wieder Mr. Champions League. Es ist doch gar nichts passiert. Wir holen das Momentum wieder auf unsere Seite. Nein. Da fehlt einer. Doku hat gefehlt. Luca, was ein Move. Zaniolo mit dem Lupfer. Drüber. Riesenchance. Costa. Nochmal auf Jonas. Nochmal auf Jonas. Nochmal rüber. Nochmal rüber. Jetzt aber. Jetzt aber. Busch kommt wieder als Joker rein. Übernimmt die Binde. Und macht einen Deckel drauf. Stand jetzt fahren wir ins Halbfinale ein. Aber das Rückspiel wartet noch. Flubi auf die 6 gestellt. Flubi gewinnt den Ball. Und genau in dem Angriff schießen wir noch ein drittes Tor. Wir dürfen halt im Rückspiel nicht nachlassen. Wir haben es gesehen. Die Bayern waren zweimal gefährlich vor unserem Tor. Hätten genauso gut zwei Tore schießen können statt ein. Start Rennen verliert. City gewinnt, PSG gewinnt. Also ich glaube, City ist mit Abstand der größte Favorit. Wieder die kleine Zwischenprobe. Nennen wir es Generalprobe vor dem Champions League Rückspiel. Gegen die Bremer. Was kann Bremen? Was haben die drauf? Wir spielen mit der B11. Das muss trotzdem gegen den Tabellenzwölften reichen. Friedrich. Zurückgelegt. Bayer. Mit dem Rainbow. Mit Hoch und Hanson. Abschluss, Mann. Ein Dreijähriger bringt den aufs Tor. Bremen entscheidet sich halt mal wieder für Zeitspiel. Bei einem Stand von 0-0. Gar kein Problem. Warum auch? Echt eine Nullnummer. Es ist wirklich so ein ekelhaftes 0-0 wieder. Es ist nichts passiert. Gar nichts. Wir spielen mit der B11 und spielen, als hätten wir die C11 auf dem Platz. Die Meisterschaft ist halt drin. Aber wir kommen halt gar nicht hoch. Also es wäre total random, wenn wir Meister werden würden. Wir hatten nie einen Platz unter den Top 3, glaube ich. Also nicht über mal mehr als 2 Spieltage. Oh, die Münchner sind auch mal angeschlagen. Estupinian, ihr Stammlinksverteidiger, verletzt. Das ist geil. Loki wieder nur auf der Bank. Auch die müssen aufpassen mit den Kräften. Hymne wird gar nicht erst angemacht. Wir gehen direkt in die 2-Steps-Formel-Playlist rein. Jamal Musiala, UEFA Champions League Top-Tor-Schütze, Top-Scorer. Die Bayern wollen das Comeback schaffen. Der FC Mosti, sag ich dir ehrlich, wir wollen einfach nur das Ding über die Zeit bringen. Das wäre unser allererstes Halbfinale in der Königsklasse. Zweiter Pfosten, kommt der Ball nicht hin. Timo wäre mitgelaufen. Sascha kriegt auf einmal die Murmel. Costa, oi. Costa. Abgelegt. Sascha, nochmal rüber. Doku ist abseits. Ist das Tor. Zählt es. Es zählt. Und es zählt. Dann ist es das Tor fürs Halbfinale. Sascha mit der Hacke und Doku mit dem Lupfer. Glücklich. Aber ob das nicht abseits war. Ederson auch noch dran. Na hier, guck mal. Nee, ist kein Abseits. Ganz klar kein Abseits. Hier spielt er den Ball. Kein Abseits. Und Flubi dazwischen. Das ist so gut verteidigt. Costa mit dem überragenden Ball auf Sascha. Der wird von Araujo verfolgt. Sascha kämpft sich durch und entscheidet das Viertelfinale. Wir gewinnen gegen die Münchner. In der Liga ist es zweimal unentschieden. In der Champions League gewinnen wir zweimal. Wir stehen das allererste Mal in, lass mich lügen, 7 Jahren, in 8 Jahren, ich glaube 7, im Champions League Halbfinale. Die Bayern wissen ganz genau, sie sind raus. Es ist vorbei. Sie müssen sich auf die Meisterschaft konzentrieren. Sie dürfen sich jetzt auf die Meisterschaft konzentrieren. Beim FC Mosti ist es genau umgedreht. Die Meisterschaft sieht nicht danach aus, als würden sie damit halten können. Aber dafür halt in der Champions League. Und ich sag mal, dem einen oder anderen wird der Henkelpott lieber sein. Nochmal die punktgenaue Flanke. Costa verfehlt aus 4 Meter das Tor. Es ist durch. Wir stehen im Halbfinale der Champions League. Wir haben es das erste Mal gepackt, durchs Viertelfinale zu kommen. PSG gewinnt trotz Niederlage. Oh, joi. Stell dir vor, Start Rennen geht ins Halbfinale gegen Arsenal. Hey, ich würde sagen, wir gucken uns dann mal die Halbfinalspiele an und die anderen Halbfinalisten überhaupt. Ja, guck mal hier, Dennis Costa ist ein Weltspieler. So, nochmal den gelobt zum
endet der Folge in der Pressekonferenz. Ich würde sagen, den Rest schauen wir uns dann nächste Folge an. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.